Hallo und herzlich willkommen bei Büro Albers. Wir sind heute in Wilhelmshaven bei der Franziskusschule. Der Träger dort ist die Schulstiftung St. Benedikt. Wir sind in der großen Lage, dass wir dort mit Smartboards ausgestattet haben. Heute sind wir einmal da, um uns das in der Praxis anzuschauen. Wir begleiten heute eine Schulstunde im WPK Erdkunde. Mein Name ist Tim Holtrup. Ich unterrichte seit 2015 an der Franziskusschule Wilhelmshaven. Und Sie sehen gerade einen Unterricht des Wahlpflichtkurses Erdkunde, 9. Klasse. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Lehrer und habe also die ganze Entwicklung der Technik mitbekommen, kenne also auch noch die alten Tafeln mit dem ganzen Kreidestaub, der verschiedentlich zu Problemen geführt hat. Eine große Weiterentwicklung gab es meiner Meinung nach durch die neuen Smartboards und für mich der größte Fortschritt ist also, dass die Boards sofort einsetzbar sind. Also man kann sie wie ein Handy quasi sofort starten durch den Tafelmodus. Und wenn ich das so vergleiche mit den älteren Boards, dann war es ja so, dass erst noch die Notebook-Software geöffnet werden musste. Das dauerte einen Moment. Und jetzt dadurch, dass ich sofort das Gerät einsetzen kann, ist es quasi so wie bei den alten Tafeln. Ich bin sofort startbereit. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass ich interaktiven Unterricht durchführen kann. Ich kann also meinen Unterricht zu Hause so vorbereiten, dass ich die Möglichkeit habe, Schüleraktivitäten einzubauen. Die Schüler können dann die Arbeitsblätter digital ausfüllen. Und das Schöne natürlich ist daran, ich muss nicht mehr zu jedem Schüler laufen und mir das Arbeitsblatt angucken, sondern ich kann es hier nach vorne in groß präsentieren von jedem Schülergerät. Und kann es dann mit den Schülern besprechen. Korrekturhinweise geben, ich kann Fehler vielleicht verbessern und ich glaube, das ist ein größerer Lerninfekt, als wenn ich hinter jedem Schüler stehen müsste. Ja, und das Schöne ist natürlich, ich arbeite jetzt gerade mit einem browserbasierten Programm, Smart Learning Suite Online, allerdings heißt es Lumio. Und das hat natürlich den Vorteil, die Schüler müssen gar nicht mehr im Klassenraum sitzen, sondern sie können auch von zu Hause sozusagen am Unterricht teilnehmen, weil die Präsentation ist auf jedem Endgerät also zu sehen und auch nutzbar und auch interaktiv nutzbar. Es gibt, wie gesagt, auch Apps für die jeweiligen Unterrichtsstunden und auch für die Präsentation, Referate oder so ist es auch einfacher, indem man dort zum Beispiel bei PowerPoint eine Präsentation machen kann. Das ist wesentlich einfacher. Also ich kam eigentlich recht gut mit der Technik klar, weil es ist ja heutzutage auch, dass wir alle ein Handy haben und dadurch ist die Technik für uns Kinder natürlich auch sehr schön und es macht mehr Spaß am Smartboard auch was zu machen als an der Tafel. Die neue Technik hat sich inzwischen hier eingebürgert. Ich glaube, es gibt keinen Kollegen, der nur noch mit den grünen Tafeln arbeiten möchte. Klar, hin und wieder, wenn das WLAN nicht ganz so reibungslos funktioniert, dann denkt man sich, ach, grüne Tafel war auch ganz gut. Aber alle arbeiten inzwischen damit, was damit zusammenhängt, dass die Smart Displays eben unglaublich schnell geworden sind und der Tafelmodus jederzeit sofort da ist. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den älteren Smartboards mit Beamer. Ja, es hat sich einfach etabliert. In allen Klassen sind sie da. Wir haben bei uns an der Franziskusschule ein System, wo wir zusätzlich noch einen zweiten Monitor haben. Dadurch hat das den Vorteil, dass ich also auch mal verdeckt den Bildschirm wegdrehen kann, wenn ich vielleicht etwas vorbereite, was die Schüler erstmal so noch nicht sehen sollen. Und es hat natürlich auch die Möglichkeit, das Smartboard zu erweitern. Und ich kann also hier auch Schüler an den Bildschirm holen, die über Videokonferenzen zugeschaltet sind, falls wieder Homeschooling angesagt ist durch die Corona-Pandemie. Alle Klassenräume haben wir inzwischen mit Smart Displays ausgestattet, darüber hinaus auch alle Fachräume, sodass wir auf eine Gesamtzahl von 21 Geräten in dieser Schule kommen. Die Schüler sind motiviert, mit den Geräten zu arbeiten. Das Handling geht denen leicht von der Hand. Das ist immer wieder zu beobachten. Die sind das gewohnt. Die Bildschirme sind ansprechend, sind motivierend. Und dadurch, dass man die so vielseitig einsetzen kann, hat man ja einfach noch viel mehr Möglichkeiten im Unterricht. Aber teilweise sind auch die Schüler da weiter als wir. Und man darf da die Scheu nicht haben, einfach mal Schüler einzusetzen und zu sagen, hilf mir mit der Technik, ich komme hier gerade nicht zurecht und ich glaube, die Schüler machen das auch sehr gerne. Ohne Digitalpakt hätten wir
die Smartboards in, oder die Displays hier in den 10. und 9. Klassen. Das ist nach dem Umbau schon geschehen. Die 5er und 6er wären dann noch im Tafelmodus, im grünen Tafelmodus geblieben. Hätte zur Folge, dass gewisse Kollegen einfach gar keine Berührungspunkte mit den Smart Displays haben, sich umstellen müssen in Vertretungsstunden, vielleicht Berührungsängste hätten. Und jetzt ist es flächendeckend einheitlich. Das heißt, wir sind alle auf dem Weg, uns da weiterzubilden und immer besser mit diesen Geräten umzugehen, was den Alltag unglaublich erleichtert. Wir sind mit der Firma Albers sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit war unglaublich kooperativ und lief ohne Probleme ab. Es gab bei dem letzten Umbau, also des letzten Jahres haben wir zahlreiche Boards bekommen, gab es ein paar Stolpersteine, weil es zu viele Löcher in der Wand gab und die Maler erst kommen mussten. Und da war die Firma Albers unglaublich flexibel. Wir wussten ja, welchen Druck sie haben in dieser Zeit, wo alle Schulen umstellen. Und trotzdem wurden uns neue Zeitfenster angeboten. Die Ware wurde sehr zügig geliefert. Ein Display, das einen Riss hatte, wurde umgehend umgetauscht. Also Top-Leistung. Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Franziskusschule in Wilhelmshaven und wünschen natürlich auch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit den Screens. Wenn auch Sie für Ihre Schule, Ihre Gemeinde oder Ihren Landkreis in der Planung des Digitalpaktes stecken, nutzen Sie die Gelegenheit für eine kostenlose Demo eines Gerätes bzw. eines Beratungsgespräches, entweder in Präsenzform oder als Webcast. Zur schnellen Terminvereinbarung folgen Sie bitte diesem Link. Wir beraten Sie gerne.